Herzlich willkommen zum THX Ganzkörpertraining auf der Matte. Zieh dir deinen Slingtrainer so, dass die Rollen knapp unterhalb von deinem Knie sind. Besorg dir am besten auch ein Kniekissen oder irgendetwas Weiches, denn wir werden einige Übungen auf den Knien machen. Leg für die erste Übung deine Hände an die Schlaufen. Geh mit dem Rücken zum Anker und setz dich an deine Fersen. Dein Rücken ist lang und du beugst und streckst deine Arme. Fingerspitzen sind locker und du atmest gleichmäßig ein und aus. Komm Wirbel für Wirbel nach oben, leg die Hände an die Rollen und rutsche etwas nach hinten. Lass den Rücken gerade und jetzt gleite vor, großer Kreis und dann ein Liegestütz am Ende. Roll out, Circle und Push-Up. Gleite vor, spann die Bauchdecke super schön an, dass du in einer Linie bleibst, von Kopf bis zu den Knien. Immer wieder mal die Handgelenke überprüfen, dass die noch gerade sind. Locker dich aus. Und komm mit mir in eine Trizepsübung. Ein bisschen weiter vorkommen. Hände bleiben an den Rollen. Die Ellenbogen sind eng zusammen. Gleite nach vorne, beuge deine Arme. Deine Hände gehen Richtung Kopf. Also lass die Ellenbogen immer am gleichen Ort. Und nur die Unterarme bewegen sich. Locker dich wieder ein bisschen aus und dann dreh dich einmal um. Wir bleiben auf den Knien. Schieb dir gerne dein Kniekissen unter eines deiner Knie. Zieh ein Bein in die Länge, stabilisiere dich in der Körpermitte, dass du jetzt schön auf- und abgehen kannst mit dem Bein. Also Bauch gut anspannen, Schultern sind weg von den Ohren. Lass dein Bein oben und kick und strecke. Geh mit der Ferse Richtung Po. Dafür ist dein Fuß rangezogen. Lass dein Knie so weit oben wie möglich. Geschafft. Kurz auslockern und dann wechsel schon auf die zweite Seite. Stabilisiere dich wieder. Also Bauch anspannen, unser Bein geht hoch und tief. Und Kicks, unser Fuß ist geflext, die Ferse geht an den Po. Schön oben bleiben mit dem Knie. Du möchtest die Beinrückseite spüren. Und lösen. Wieder alles auslockern. Kniekissen kann weg. Dreh dich einmal um und hänge dich jetzt mit deinen Füßen in die Schlaufen ein. Wir machen eine Runde Planks. Also komm erstmal auf die Unterarme.
zieh die Schultern weg von den Ohren und dann komm auf die Knie. Häng dich einmal aus, Füße eng zusammen und jetzt schwing dich ein bisschen ein, schwing ein paar Mal und dann gehen beide Knie zu einer Seite. Wieder ein paar Mal schwingen und zur anderen Seite. Also Knie seitlich vor und wieder schwingen, auf geht's zur Seite und schwingen. Letztes Mal. Komm in die Mitte, setze die Knie ab und dann den restlichen Körper. Atme durch, komm aus den Schlaufen raus und setz dich mal nach hinten in den Fersensitz. Roll up. Jetzt nimmst du einen Fuß in beide Schlaufen. Dein Kniekissen wieder dazu nehmen und das THX-Bein auf das Kissen legen. Zweites Bein geht nach vorne. Die gegenüberliegende Hand liegt am Boden. Kleiner Twist. Zieh dich seitlich zur Decke hoch und dann geht die Hand unter dem Bein durch. Du kannst auch, wenn du ein bisschen mehr tun möchtest, dein hinteres Bein ausstrecken. Oder einfach das Knie wieder am Boden absetzen, ja? So wie es für dich besser passt. Öffne dich und twist unten durch. Wir wechseln die Hand. Unser Fuß bleibt da, wo er ist. Wir lösen. Komm jetzt in eine Dehnung für die Beinrückseite, also shifte dein Gewicht nach hinten. Versuche dein Bein auszustrecken. Du siehst, ich bin ziemlich steif. Ich hoffe, bei dir geht das besser. Und dann wechsel auf die andere Seite. Hänge wieder den Fuß in die beiden Schlaufen ein, polster dein Knie, Step nach vorne und wir drehen uns als allererstes zum vorderen Bein hin und dann mit der Hand unter dem Oberschenkel durch. Gerne wieder das hintere Bein ausstrecken, wenn du ein bisschen mehr tun möchtest. Wechsel zur anderen Hand. Der andere Arm rotiert nach oben zur Decke. Und lösen. Shifte wieder nach hinten. Setz die Ferse auf den Boden, wir dehnen die Beinrückseite. Du kannst dich gerne am Oberschenkel oder am Boden abstützen dafür. Versuche wieder dein Bein so gut es geht zu strecken. Geschafft, komm aus der Schlaufe raus. Kniekissen kann wieder weg. Dreh dich einmal um und hänge dich jetzt mit den Fersen in die Schlaufen ein. Füße sind vor den Rollen. Leg dich in Rückenlage ab. Flexe die Füße, heb den Po nach oben an. Kleine Kombination. Fahrradfahren, beide Knie ranziehen und dann Beine auf und zu. Einmal Fahrradfahren, einmal beide Knie ranziehen und einmal Beine auf, zu. Radeln und Knie ranziehen und Beine auf und zu. Lass den Po so lange angehoben, wie du kannst.
immer schön die Füße ranziehen. Wenn du die Füße streckst, dann bekommst du einen Krampf in deiner Wade. Wir lösen, kommen auf den Boden zurück. Erhole dich für einen Moment. Und dann komm raus aus den Schlaufen. Kurz dehnen. Komm nach oben und dann dreh dich um. Wir tun was für die Bauchmuskulatur. Rücken zum Anker. Leg deine Hände an deine Schlaufen. Arme sind seitlich geöffnet. Wir nehmen die Füße hoch und gehen in den Single Leg Stretch. Abwechselnd streckst du, beugst du ein Bein. Auf zum Endspurt. Geschafft. Kurz dehnen und dann in Rückenlage. Linke Hand ist auf der Schlaufe und du rotierst mit beiden Knien auf die rechte Seite. Also der TRX-Arm ist ruhig. Deine Knie gehen auf die gegenüberliegende Seite. Dein Kopf dreht sich immer schön zum TRX hin, wenn die Knie auf die andere Seite gehen. Wechsel zur zweiten Seite. Geschafft. Zieh die Knie wieder zu dir, lass den TRX los. Und mit ein bisschen Schwung kommen wir nach oben zum Sitzen. Kreisen noch ein paar Mal unsere Schultern. Und beenden mit drei tiefen Atemzügen. Wir atmen ein und wieder aus. Tief einatmen und aus und noch einmal extra kraftvoll. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem TRX-Workout. Ich freue mich über dein Like und wenn du zum Kanal subscribest. Bis bald wieder.